Ja, was haben wir noch, was den Leuten Angst macht? Oh, ganz großes Thema. Ja, mal selber, ne? Wie funktioniert der Mensch? Moment, da haben wir was zum Angucken. Hier, das ist natürlich ein ganz, ganz heikles Thema. Ganz, ganz heikles, ganz heikles Thema. Der liebe Mensch. Wie funktioniert der wirklich? Wie sollte der funktionieren? Ich weiß nicht, ob ihr euch an die alten Serien erinnert, an die alten, ich weiß nicht, Schwarzwaldklinik oder so, wo dann alte Opis sich mit allen Händen und Füßen dagegen wehren, ins Krankenhaus geschafft zu werden. Vielleicht kennt ihr auch so einen eigenen Fall aus der Familie. Was ist das bei den Leuten? Instinkt? Und ist der Instinkt falsch? Hier, das größte Streitthema in diesem Jahrtausend. Wieder mal, wenn Dogmen wechseln. Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man niemand vertrauen. Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Tja, aber fasziniert ist halt immer noch dieses da. Embryologisch. Eine kausale Zusammenhängskette, also kausal heißt halt zusammenhängend, ne? Baba. So, nachdem wir jetzt einen kurzen Exkurs in die Elektronik und den Strom gemacht haben, können wir gleich wieder zurück den Faden zur Natur schließen und zu diesem Ding. Der ewige Spielraum. Jawohl. Und da gibt es immer noch für meine Verhältnisse in Russland ziemlich interessante Personen. Weltweit natürlich auch, aber die sind mir halt besonders aufgefallen, weil da ein Thüringer nämlich hingegangen ist, dieser Hartmut Müller. Und dort seit 1981 am 11. Oktavgesetz rumgebastelt hat. Jawohl, und das hat mich schon ziemlich begeistert, weil in meinen Verhältnissen deckt sich dieses Teil. Ihr seht es alle, ne? Schon etwas mit Konstantin Meils. Kennt ihr Konstantin Meil? Ja, aus Villingen-Schwenningen einer. Ihr findet ihn, wenn ihr danach sucht. Er hat diese tollen Formeln aufgestellt. So, und was sagt uns Jesus? Hängt euch einfach rein. Ich habe so gemacht, ich habe einfach drauf losgelesen und habe dann meistens mitbekommen, oder was heißt meistens, eigentlich immer mitbekommen, dass ab einem bestimmten Prozentsatz von dem Wissen macht es dann irgendwann Klick. Das ganze Wissen gibt auf einmal einen Sinn und die restlichen 40% dann dazu zu lernen, ist dann eine wahre Freude. Und das erste Wissen so einzusaugen, naja, jeder hat seinen eigenen Weg dafür, aber hört auf, wenn es irgendwie mühselig ist, ja. Thema Nummer next. Dieses Welch. Ewig leidlich, aber wir kommen nicht drum rum. Sind wir Fleischfresser oder sind wir Pflanzenfresser? Ach, deshalb stinken Pfirze. Aha. Es gibt doch noch Unterschiede zwischen uns. Thema Geld. Tja, muss ich darüber eigentlich noch viel sagen? Geld? Dieser Schuldschein der Seele?
Ja. Coole Zwischenerfindung finde ich. Zinssystem bei der Entwicklung. Aber ich glaube, die Hauptfrage ist, was da immer noch. Brauchen wir Geld als Zwischenmittel immer? Und vor allem so, wie wir es zurzeit haben? We'll be right back.